Yo, Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute zusammen in der Ausbildung als Streifenpolizist. Das aber nicht auf irgendeinem komischen, öffentlichen, einfach nur Voice-Chat-Server. Nein, wir spielen das auf einem Hardcore-Server, Leute. Das heißt, wir kriegen eine richtige Ausbildung. Das wird auch etwas dauern. Ich werde euch das Video ein bisschen zusammenschneiden. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Natürlich nehme ich das auf dem Knast aus, weil, ihr wisst ja, wo ich herkomme, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Alle Neuen, bitte einmal abonnieren und jetzt da. Leute, ich trudel mal ganz entspannt hier Richtung Polizeirevier, damit wir unsere Ausbildung machen können. Ah, hallo! Das ist kein Parkplatz hier. Ausbildung beginnt. Was? Aber es, wo beginnt die? Meetingraum. Komm her. Meetingraum, ich folge euch, Leute. Ich folge euch. Nein, er muss sich anmelden. Ja, sicher? Wollt ihr nicht auch? Okay, als Streifenpolizist, ne? Mikro fliegst du, Alter. Oh, meine Weste. Ey, was haben die denn da geändert? Warum guckt denn meine Weste durch jetzt? Das war vorher nicht so. Ja, sorry, Leute. Extra gepolstert. Das ist mein Airbag, wenn ich hinfalle. Ist der hier noch frei? Ja. Machst du Taxi da? Ja, ich bin so, Taxi 2.0 und eigentlich habe ich es auf Englisch gestellt, aber irgendwie war das nicht so richtig. Das bringt nichts. Fans hat es auch vier Plätze, weil die Reihen sind wieder voll. Taxi hat es weit gebracht. Ich möchte ihn nachimitieren. Ja, aber guck mal, du weißt, Ding. So, und was ist Benz hat es als ADAC-Mitglied und Polizeimeisteranwärter. Okay, da hinten steht jemand mit einer Taschenlampe. Ja, ich stell mich einfach hier hin. So. Hi, Zoe. Also als erstes wird es einen theoretischen Teil geben, wo wir die Regeln abfragen. Mach auch mit Licht. Also das Gesetz. Ja, wir sind auch mit Licht. Und dann gibt's noch einen praktischen Teil. Würden Sie jetzt mal bitte leise sein? Wo auch Ihre Fahrkünste. Was macht er jetzt hier? Herr Schneider, Sie haben schon die Ausbildung. Könnten Sie bitte rausgehen? Ich werde raus. Raus mit dir, Herr Schneider. Geprüft werden. Ja. Also, wir fangen schon mal an. Hallo? Kannst Guten du Tag. Ja, ne? Ah, natürlich. Okay. Hast du dir das Gesetz durchgelesen? Das Regelwerk, ja, das habe ich eben einmal durchgelesen, ja. Haben alle das Gesetz durchgelesen? Die Bibel. Snowy. Ja, wo steht das? Snowy. Auf dem D-Punkt. Unter Regelwerk. Im D-Punkt steht das. Oh, sie kann da nicht hingehen, weil sie ist ja... Ja, ich weiß. Okay. Nee, das Große habe ich auch nicht gelesen. Ich habe nur das gelesen von der Polizei. Aber ja, das ist das Typische, alles klar, ja, okay. Nova. Ja. Also im Regelwerk steht halt nur sowas wie nicht diskriminieren und so drin. Oder? Ja, das ist typisch. Ja, alles gut, check. Wo alles gut. Nicht diskriminieren? Insgesamt, ne, mehr oder weniger, kann man so oder wenig sagen, ne. Nicht beleidigend sein, nicht an der stören, nicht im RP stören. Aber nicht einmal eins davon. Kann man daraus ableiten, ja, ich sehe im Regelwerk, aber nur... 20 Regeln. Ich hab das Regelwerk auswendig lernen müssen und ich weiß nicht, ob da diese Regel vorhanden ist. Musst du dumm mich fragen? Ja, habe ich, aber der. Haha, schlecht. Ich kann Rollen vergeben. Willst du noch mehr Drogen? Hier du kannst keine Rollen vergeben. Du bist kein. Ich kann Rollen vergeben. Könnt ihr euch jetzt mal benehmen? Okay, komm mal beide mit. Pinguin. Nur ich auch, ich kann Rollen vergeben. Ja. Ich auch? Ich hab zwei Rollen vergeben. Ja, ich hab gerade eine raus. Bitte? Haben Sie sich das Gesetz durchgelesen? Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, gut. Wo sind jetzt die zwei Handyspieler hingegangen? Keine Ahnung, die sind jetzt draußen, glaube ich. Kriegen extra Ausbildung. Okay. Ich bring Herr Schneider um. Extra Ausbildung. Sie mach das. Immer gut. Extra Ausbildung. Herr Schneider, was machen Sie hier? Sie haben eine Ausbildung. Hey, meine Kollegen, ja, ich sitz hier. Weg. Ich höre zu. Ja, müssen Sie nochmal durch den Kurs durch, oder was ist hier los? Aua! Hallo, was ist denn hier los? Keine Körperverletzung. Hilfe! Seien Sie mal keine Memme. Das war mein Job. Seien Sie keine Memme. Sie hat ein blaues Auge. Haben Sie nicht. Warum stehen Sie jetzt eigentlich hier vorne? Weil sie sich hier vorne geschlagen haben. Ich bin geflüchtet. Und die Scheibe ist kaputt gegangen. Was passiert hier überhaupt? Voll in Ordnung.
Okay. Oh, was schreibt Kiosi da? Okay, bitte alle leise sein. Sind Nova und die Handyspieler hin? Ja, die Handyspieler geben sich selber Unterricht gerade. Also, Nick ist auch noch draußen. Eine Frage an alle. Muss man, bevor man schießt, irgendwas sagen? Schusscall. Ja, der Schusscall. Ja, Schusscall. Ja. Hallo. Herr Schneider, bitte gehen Sie raus, Sie haben schon die Ausbildung. Ja, Mann, Digga. Einmal will man schummeln und ein bisschen gute Punkte absagen. Nein, nicht schummeln. Ich bin rausgeärgert hier, also wirklich. Ich setze mich in die letzte Reihe und höre nur zu. Was macht man was darf man bei Regelbrüchen nicht machen? Wie bitte? Ich hab's nicht akustisch verstanden. Was? Wo abbrüchen? Wir fragen die jetzt nach dem Gesetz. Er wird euch jetzt die Fragen stellen. Und also noch eine neue Frage oder welche Frage? Weil ich hab die andere eben nicht verstanden. Nein, eine neue Frage jetzt hier von mir. Okay, check. Okay, komm. Naja, es geht um die zwei Handyspieler. Schaffst du? Moment, ich muss hier ein paar Mal stumm schalten. Moment, warte mal, wer redet hier hinten? Okay, bei wem soll ich anfangen? Ich fange mal an. Die zwei Damen. Mich dürfen sie auch abfragen. Ich habe gerade das kleine Problem, dass sich das Regelwerk nicht öffnet. Geben Sie mir einen kurzen Moment. Ah, das ist deine Stimme. Gott sei Dank. Ich dachte schon, hey, ich verstehe dich richtig schlecht. Du hast eben schon geredet. Alles gut. Alles klar. Ich habe eine versuchte Festnahme gekriegt. Ich habe schon meinen Job erledigt. Obwohl ich nicht mehr in meinem Job bin. Ich kann es öffnen. Soll ich ein paar Fragen abstellen? Was ist VDM? Leute, was ist VDM? Wer kann mir das erklären? Halt, wenn jemand mit einem Auto einfach ohne Grund überfahren. Genau, oder andere Autos reinfahren, generell mit dem Auto Unsinn treiben. Was ist RDM? Das ist richtig. Einfach Leute umzuschießen oder anfangen auf sie loszuschlagen. Sehr gut. Wie viele Gangs darf es auf den Server geben? Drei Gangs. Es sind fünf. So, es sind fünf. Oder es dürfen zumindest fünf sein. Und es gibt drei aktuell. Welche Jobs sind jobneutral? LKW-Fahrer und Busfahrer. Sitz dich hin. Ja, okay, gut. Ich hab die Ausbildung gerade bis eben gemacht. Ich hab übernommen. Sei leise oder du fliegst direkt raus. Warum hat er übernommen? Frag ich mich. Ich konnte das Regelwerk nicht öffnen. Und ich hatte es offen. Ich konnte zumindest mit den Basic-Fragen versuchen agieren. Also, für welche aus? Das ist typische RP. Für welche Jobs braucht man Ausbildung? Alles außer Bus. Polizei, Medik, Feuerwehr. Können wir es nicht so machen, dass wir jedem eine Frage stellen und nicht alle einfach reinbabbeln? ADAC steht nicht im Regelwerk. Such die Frage. Steht nicht im Regelwerk, aber ist so. Ja, dann müsste das mal zugefügt werden. Was ist im Handtaschen-RP eingeschlossen? Was ich nicht machen darf oder was ich benutzen darf? Was du nicht machen darfst. Ja, alles außer meine Hand, meine Pistole, sag ich mal, ne? Und vielmehr. Nur die Stopsticks. Ja, gut, Taser könnte auch noch dazu gehören, okay. Hey, ja, ja. Mikro, was? Zu laut, zu leise? Nein, nicht Mikro, sondern Mikro. Achso. Okay, egal, wir fragen jetzt hier. Ich hab viel geantwortet, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, also, sag eine Option, bei der, die man bei einer Geiselnahme machen kann, um die Geiseln zu befreien. Was machen die da draußen? Ja. Also, wenn der Geiselnehmer nicht auf die Geiseln zieht, kann man den Geiselnehmer tasern und dann halt die Geiseln befreien. Diese Reaktion. Alter, eure Lache ist ja schlimmer als alles andere auf der Welt. Ey, sei froh, dass Taxi nicht da ist. Der nette Bubele. Taxi, ja. oder halt eine geplante. Ich habe kurz eine Frage. Wie wird der Bürgermeister hier gewählt? Der gibt wurde es einen? Mal gewählt früher vor weiß nicht wie lange. Ist er noch aktiv? Seitdem ja, möchten wir immer den Bürgermeister haben. Na, interessant.
Naja, okay. Eigentlich, nee, theoretisch ist es ja anders gewesen. Bei Kevin gab es gar keine Wahlen. Kevin wird einfach zum Bürgermeister. Wir haben ja den Bürgermeister, also nein, ihr habt den Bürgermeister ja gewählt. Und dann habt ihr ja einen anderen Bürgermeister gemacht und der eigentliche Bürgermeister ist ja jetzt stellvertretender Bürgermeister. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Eigentlich sollte Ludwig der echte Bürgermeister sein und jetzt ist er irgendwie Stellvertreter oder so und ich weiß nicht. Egal, also es gibt einen Bürgermeister und der ist aktiv. Ja, und der stellvertretende Bürgermeister, der ist auch aktiv. Gibt's für den auch als Lösegeld 8000 für den Stellvertretenden? Ja. Ja, ich denke schon, ja. Okay. Ja, das passt. Okay. Also. Der ist aber schnell weg. Wann sind Razzien erlaubt, Jona? Oder was? Wenn sind sie? Präsident ist genehmigt oder gehen sie nach hinten. 0049. Gehen sie bitte nach draußen. Oh Leute, lasst ihn doch mal bitte aussprechen, Ken. Ich muss kurz überlegen. Ja, okay. Sollen wir dann schon mal weitermachen beim nächsten? Ja, okay. Was gibt's denn noch? Oh, jemand schreibt mir. Wer schreibt dir wohl? Ja, ich war's nicht. Nicht, also ich wüsste. Was ist denn in der Bibel das Mindestalter von diesem Staat? Habe ich jetzt mal so als Frage an den Jona. 14. Alles klar. Okay, Alec? Chaos? Hat er gerade 17 gesagt? Okay. Chaos. Nein, er sagt 14. Loco? Ja. Hallo? Ja, ja, ja. Wo darfst du mit Motorrädern und Rollern nicht fahren? Polizei und Krankenhäuser. Also ein Polizeipräsidium, Krankenhäuser. Feuerwehr und Polizeistation, also so rum. Nur Feuerwehr und Polizeistation. Das gibt Abzüge der B-Note. Ich habe nur an Orte überlegt, gerade wo man mit Motorrad reinfahren könnte. Darf man alle anderen, wo ich damit reinfahren könnte, reinfahren? Ja. Also okay. Solange es nicht im Regelwerk steht, dass es verboten ist, darfst du es. Ja, okay. Ja, theoretisch ist es ja gegen Regel 1. Also nicht gegen Regel 1, aber gegen Regel 3. Ja, okay. Ja, nee, Vehicle Defense, Verletzen und Fassung. Nee, das ist was ganz anderes. Gegen Regel 3, nicht 1. Ach, 3. Aber es ist ja, man könnte ja in einem, ich wollte gerade sagen, in einem Fluchtplan. Das ist unrealistisch, wenn ein E-Motorrad. Also ich hab schon mal ein Video. Hast du mal GTA 5 gespielt? Eine Person, ein Flugzeug, eine Wohnung reingemacht hat. Ja, okay, jetzt wird's wirklich unrealistisch. Ich meine, so ein Motorrad als Fluchtfahrzeug in eine Bank positionieren wäre ja dann möglich, sag ich mal. Okay. Ja, die machen auch den Club die ganze Zeit zu. Oh Gott, ah ja, so der hier vor mir, also AAA. Ja. Ah, jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen. Jo. Ah ja, was muss man machen, wenn man ein Voice Chat Ban hat? Dann muss man. Darf ich sagen? Nein! Nee, darfst du nicht. Den Server verlassen? Richtig. Ja, okay, gut. Direkt raus, Herr Schneider. Jona, ich hab dir letztes Mal schon die Ausbildung gegeben. Ja, Schneider ist immer noch hier. Ich weiß, das ist der Präsident. Oder das Zweite weiß ich bitte. Ja, der Bürgermeister und Leute haben Polizeikommissar. Warum? Ja, okay. Jetzt muss ich okay, wissen. Gut. Da kann ich passen. Herr Schneider, Sie gehen jetzt raus, sonst kriegen Sie ein Ticket nach Mallorca. Okay. Nach Mallorca direkt? Oha. First Class. Okay. Aber das ist jetzt aber frech, mein Freund. Nur, dass du da Praktikant bist, dann heißt noch lange nicht, dass du alles ausnutzen machen darfst. Machen wir jetzt den praktischen Teil. Also bitte alle das ersten Autos holen aus der Garage. Das ich hab was mitzureden, ich bin zweithöchste Kraft hier. Ja, diesen einen da. Ich bin schon länger Polizist. Schneider! Oder irgendwie bin das nicht so. Trotzdem bin ich höher als du. Ich bin tatsächlich.